Was wir unbedingt wissen sollten, ist, dass ab jetzt die neuen Menschen geboren werden. Die haben eine ganz besondere Botschaft und Aufgabe für uns. Ich werde in diesem Video darüber berichten und du kannst gespannt sein, was das alles für unsere Zukunft bedeutet. Ja, ihr Lieben, es geschieht wirklich etwas Großartiges im Moment, denn die Kinder, die ab jetzt geboren werden, sind die Kinder des Lichtes. Und sie kommen direkt aus der fünften Dimension zu uns auf die Erde, um uns zu unterstützen in diesem großen Umwandlungsprozess. Was noch wichtig zu wissen wäre, es handelt sich jetzt um diese neuen Kinder, die ab jetzt geboren werden. Nicht um die Kristallkinder, Indigo-Kinder, Sternenkinder, Engelskinder oder alles, was ihr bisher an Bezeichnungen kennt. Es sind die neuen Kinder, die neuen Lichtkinder und der Name in der Lichtsprache ist Inapa. Wir sollten also da ganz genau unterscheiden und wir wissen, dass es die anderen Kinder alle schon gab und dass die auch ganz wichtig waren und immer noch sind, denn sie haben die Vorbereitung für das gemacht, was jetzt geschehen darf, damit die Inapa-Kinder zu uns kommen können. Und diese Kinder, sie tragen die Energie der fünften Dimension in ihrer DNA, in ihrer Aura und in ihren Augen. Die geistige Welt sagt, es reicht, wenn wir in die Augen dieser Kinder schauen. Wir werden uns in der fünften Dimension wiederfinden, voller Liebe, voller Licht. Und diese Kinder werden jetzt geboren. Sie kommen auf die Erde und das sind die neuen Menschen. Und diese Kinder, egal wie alt sie sind, sagt die geistige Welt, sie werden in uns etwas bewirken, dass wir an Kraft und Stärke gewinnen und leichter die Veränderungen hervorbringen, auf die wir ja so lange warten. Das ist also jetzt bedingt durch die Sternenkonstellationen im März, ist es so der Beginn von etwas ganz Großem. Ich hatte es auch in meinem Video gesagt, wo ich über die Vorhersage für den März spreche, da hatte ich das schon erwähnt, dass die neuen Kinder kommen und jetzt habt ihr also dieses Video dazu und die Botschaft von Erzengel Gabriel, der da ganz genau Ausführungen macht und uns ganz viel dazu erklärt. Die Kinder haben eine göttliche DNA und die haben vom Kosmos ganz viel Wissen, tragen sie in sich und das werden sie, damit werden sie uns konfrontieren, sie werden uns vor Situationen stellen, die wir uns gar nicht ausdenken können. Und dadurch erfolgt eine Reaktion in unserem Denken, in unseren Dingen, die wir dann tun werden, die wir vorher alleine niemals getan hätten. Und das heißt also, es kommt hier ganz schön was, ja, ins Rollen. Und ich freue mich auf diese Zeit, denn es ist doch fantastisch, was hier geschieht und welche tolle Hilfe wir von oben bekommen, ihr Lieben. Und Erzengel Gabriel hat eine wundervolle Botschaft dafür. Und er hat auch gesagt, dass also die Kinder, die jetzt dann geboren werden, eine ganz besondere Heilkraft mitbringen. Und diejenigen von euch, die auf dem Webinar waren mit Erzengel Raphael, die wissen genau, was ich meine, denn dort ging es um diese neue Heilkraft. Und dort haben wir auch die Kanäle geöffnet für diese neue Heilkraft. Und die Kinder, die jetzt geboren werden, die bringen das schon mit, die haben das schon. Und das ist eben dieses große Wunder, was da draus geschehen kann. Das ist so enorm und so schön. Ich freue mich, dass dies geschehen darf. Und es wird auch durch diese Kinder ein ganz neues Miteinander geschehen. Wir werden also uns angespornt fühlen, anders miteinander umzugehen und diese Akzeptanz der anderen Menschen wird eine neue Ebene beschreiten. Wir werden anders miteinander umgehen. Und das ist das auch, was ich immer auf meinem Telegram-Kanal spüre. Dort haben wir ja schon diesen besonderen Umgang, wo wir uns gegenseitig austauschen und unterstützen. Also auch da ist etwas im Gange. Und das heißt also,
je mehr wir jetzt von diesen Kindern bekommen, umso mehr Unterstützung bekommen wir und umso mehr wird die Energie der fünften Dimension auf die Erde kommen. Die geistige Welt sagt, wenn du in die Augen der Kinder schaust, schaust du direkt in die fünfte Dimension. Und das ist ein so wunderbares Gefühl. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr die Gelegenheit habt, viele dieser Kinder kennenzulernen und dann euch auch von diesem Licht berühren zu lassen, was sie auf die Erde bringen. Denn es öffnet in uns viele neue Kanäle auch. Es öffnet in uns das Verstehen, das Miteinander, die Liebe, die bedingungslose Liebe und den Umgang, den liebevollen Umgang untereinander verstärken diese Wesen. Also es ist so ein herrliches Geschenk und wir werden jetzt auch gleich die Botschaft von unserem lieben Erzengel Gabriel hören und ich freue mich sehr darauf. Ich bin so gespannt auch, was ihr nachher unter das Video schreiben werdet, wie es euch gefällt und was ihr da alles mitnehmen könnt von Erfahrungen. Ja, und jetzt fangen wir auch gleich an. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, voller Freude überreiche ich euch den Segen des Lichtes und überbringe eine sehr wichtige Botschaft heute für euch. Meine Botschaft ist die, dass neue Menschen auf die Erde kommen werden und damit ein großer Wandlungsprozess beginnt. Denn die Seelen der neuen Menschen sind jetzt bereit, zu euch auf die Erde zu kommen. Ihre Seelen sind erfüllt von Licht, Liebe und Weisheit. Sie haben eine besondere Mission, um Verständnis und Frieden in die Welt zu bringen. Ihre Seelen sind rein und von der Zeit unberührt. Sie haben besondere Gaben, die im Dienst an der Menschheit eingesetzt werden können. Heißt sie also mit offenen Armen in eurem Leben willkommen, denn sie werden kommen, um euch zu helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Diese Menschen kommen ohne Ego auf die Welt und sie tragen die Energie der fünften Dimension, aus der sie kommen, auf die Erde. Ihre DNA ist mit der Liebe des Göttlichen kodiert, um Heilung und Frieden zu bringen. Sie tragen außerdem einen göttlichen Kodex in ihrer Seele, der sich aktiviert, sobald sie geboren werden. Dieser göttliche Kodex enthält ihr gesamtes galaktisches Wissen, ihre Sternenweisheit und ihre große neue Macht. In der Lichtsprache sagen wir in Napa zu ihnen, weil sie das neue Vertrauen und die neuen Hoffnungen auf die Erde bringen. In Napa heißt übersetzt so viel wie Kinder des Lichtes. Diese Kinder tragen besonders starke heilende Kräfte und erkennen das Böse sofort. Sie sind in der Lage, große Dinge zu manifestieren und werden die wahren Hüter der Erde sein. Wir, die lichten Wesen, rufen euch auf, darauf zu vertrauen, dass diese neuen Kinder viel Gutes in eurer Welt tun werden. Denn sie kommen mit einer einzigartigen Weisheit und einem tiefen Verständnis für alles. Öffnet eure Herzen, um sie zu lieben und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Auch wenn es am Anfang schwer für euch sein mag, diese Kinder zu verstehen, werdet ihr von ihnen lernen und sie akzeptieren. Sie werden euch Situationen spiegeln, in denen ihr eure Fehler erkennt und eure Handlungen
noch einmal überprüft. Sie werden euch herausfordern und an die Grenzen eurer Geduld bringen. Sie werden auch Menschen dazu bringen, euer Leben, die Gesellschaft, also praktisch alles neu zu überdenken, damit ihr die richtigen Entscheidungen für eine Verbesserung treffen könnt. Sie werden euch dazu bringen, aus der Komfortzone herauszugehen und aktiv die Veränderungen herbeizuführen, die es benötigt, damit der Wandel sich vollziehen kann. Die Innapa sind hier, um euch zu helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Sie werden euch, selbst wenn sie noch sehr jung sind, dazu bringen, den Wandel zu vollziehen. Ihre DNA trägt den göttlichen Funken und sie öffnen die Türen zu einer neuen Ära des Friedens. Diese Kinder, die Innapa, werden euch dazu bringen, eine bewusstere, liebevollere und friedlichere Welt zu schaffen, in der ihr alle in Harmonie zusammenleben werdet. Wenn ihr in ihre Augen blickt, werdet ihr die unendliche Liebe Gottes darin erkennen. Sie werden euch an der tiefsten Stelle eures Herzens berühren und ihr werdet euch in ihrem Licht selbst erkennen. Sie kommen, um euch wieder nach Hause zu bringen, in die Liebe, aus der ihr kommt. Mögen diese Kinder euch den Weg zeigen. Möge das Licht mit euch sein. Und möge der Segen der Liebe eure Herzen berühren und euch stark machen. Die neuen Kinder kommen mit einer Botschaft der Hoffnung. Sie kommen, um euch daran zu erinnern, dass ihr eine schönere, liebevollere und mitfühlendere Welt erschaffen könnt. Sie werden euch helfen, diese Welt zu einem besseren Ort für die gesamte Menschheit zu machen. So umarmt nun all die neuen Kinder schon einmal im Geiste, die zu euch kommen werden, und heißt sie jetzt schon willkommen. Möget ihr diese kostbaren Seelen ehren und schützen, damit sie ihr höchstes Potenzial erreichen können und die Energie der ganzen Erde sich anhebt. Gemeinsam mit ihnen werdet ihr die neue Zeit einleiten. Und so verabschiede ich mich wieder. Mit dem Segen des Lichtes, voller Demut, Achtsamkeit und Freude. Euer Erzengel Gabriel. Und ich danke Erzengel Gabriel für die wundervolle Botschaft und die Informationen über die neuen Kinder der Zeit. Über die Kinder des Lichtes. Ich werde dazu auch noch mehr im Telegram-Kanal berichten, denn es werden mit Sicherheit immer noch mehr Informationen von der geistlichen Welt kommen. Und wenn du gerne immer die neuesten Informationen und Botschaften aus der geistlichen Welt haben möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, das Video liken und teilen, damit auch noch andere Menschen von diesen Botschaften erfahren. Ich umarme jeden einzelnen von euch voller Liebe und wir sehen uns zum nächsten Video.